Yo, willkommen Leute zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ash Gray Version. In dem letzten Part hatten wir einiges gemacht. Wir hatten diese komische Höhle durchquert und wir hatten sehr viele Trainer geklopft. Und jetzt befinden wir uns hier in Azuria City, wo wir dieses Ereignis hier jetzt mit den Schwestern sehen werden. Und danach werden wir uns eventuell noch nach Vetania City begeben. Also ich würde mal sagen, legen wir los. Ladies and gentlemen, thank you for your patience. Our underwater ballad, The Magical Mermaid, performed by the exciting and talented Cerulean Sisters, is about to begin. Now presenting our famous underwater star in her glorious return to Cerulean City, Misty. We're here to howl off all the water Pokémon in the ballad. Let's get the show on the road. Schon wieder really lame. So, trying to steal the show from Team Rocket. Time for the grand finale. A Pokémon battle. Ach ja, ich mag die. Die sind einfach geil. Ich muss die einfach mögen. Die machen Laune. Die machen Lust. Ich werde bockig, wenn ich die sehe. So kann man es ausdrücken. So, Level Up und dann noch Weezing. Da werde ich gleich mal zu Pikachu wechseln und dann Donnerblades auf den feuern. Ach so, cool. Suicide Bomber, so einer bist du mir also. So, bringt das mir was? Was der gehorcht mir? Ach so, ich dachte schon, ich hätte an die Möglichkeit gedacht, dass er mir gehorchen könnte. Also ich meine jetzt nach diesem Event mit, ja halt nach dem Kampf mit, wie heißt der? Magma. Ich dachte, nach dem Kampf mit Magma würde mir eventuell gehorchen. Aber nö, das Spiel ist zu geil. So, Regentanz. Dann das hier, um die Verteidigung zu stärken. Dann ihm auf die Fresse hauen. Und dann noch Hydro-Pumpe draufkloppen. Natürlich, wenn Hydro-Pumpe auch klappen würde. Falls das Spiel gut wäre, würde es auch klappen. Tut es aber nicht. Mein Gott, warum wird dieser Kampf so... Oh mein Gott, Shigi! Du nutzloses Vieh. Our performance was a flop. Team Rocket's blasting off again. Schön. Ash, thank you so much. Thanks to you, the audience just loved the underwater ballad. Da ist keiner außer mir, Mäuschen. Wir sind die einzigen in dieser ganzen Arena. I only got roped into this by my sisters, but now that the show was a success, I can continue my own journey. As my thanks, I want you to have this fishing rod, equipped with my very own good luck lore. It will make fishing for Pokémon easier, blah blah. Super Angel, geil. My sisters want me to leave my Starmie and Horsea here to perform in the show. I just can't say no. By the way, if you're heading back to Viridian City, you'll have to travel back through Mount Moon. There's no other way to go. Good luck! Okay, ja, wie gesagt, wir werden uns jetzt nach Vetania City wieder begeben müssen, um den letzten Orden zu bekommen. Und, ja, ich denke, das werden wir gleich tun, ne? Misty begibt sich gerade irgendwo auf irgendeiner komischen Reise und, ja, ich denke, wir können sie einfach mal so alleine lassen. Denn sie ist ja gerade nicht bockig drauf, mit uns weiterzumachen mit dieser Reise, was sehr uncool ist von ihr, wie ich finde. Aber egal, ne, ich glaube, da hab ich nichts zu sagen dazu, denn ich habe ja keine Rechte als Spieler, ne? So. Was, wo, Alter? Was, wieso ist der wieder voll? Mann! Ja, leck mich, wegwerfen, ich brauche das nicht. Was soll ich mit diesem? Zink, Spezialverteidigung, du. Proteine, du. Carbon, Speed, wer braucht Speed, du. Oh, geht nicht. Du. Geht's jetzt? Eventuell, möglicherweise, vielleicht Baumfried, Hitler? Kann das sein? Immer diese Komplexitäten, ey. Das nervt mich ab und zu. So. Gehen wir zurück nach Bummens. Geht das überhaupt? Kann ich von hier wieder zurück nach Mount Moon kommen? Nach, zum Bumsberg. Zum Mondberg. The Fook. It's a wild clear fairy. What could it be up to? Keine Ahnung. Okay, scheint seinen Spaß zu haben. Your pickaxe is missing. Clefairy must have stolen it. The fuck? Meine Axt, also mein Dingens wurde mir gestohlen. Meine Spitzhacke. Naja, gleich mal Dingens hier einsetzen. Das hier.
dann können wir schon mit dem Abenteuer weitermachen, denn ohne mache ich nicht mit. Ja? So, wo sind sie jetzt? Hier, oder? Nö. Eventuell... Ah, okay. What the fuck? Pipi. Pipi. Ash, I knew the Clefairy were from outer space. They've built this spaceship so they can return to the moon. Your hatchet? Oh, the Clefairy must have borrowed it to burrow through the wall. Okay, sie graben sich gerade... Okay. They've done it. They've torn through the rock wall. Clefairy boarded the rocket. The Clefairy are taking off, and I'm going to go with them. The rocket is taking off. The rocket exploded out of the mountain. The pickaxe fell out of the spaceship's door. Okay, das war sehr cool. Also, falls ihr das gerade nicht verstanden habt, der Mann, also die Pipis hatten mir meine Dingens geklaut, meine Schaufel, also meine Spitzhacke, damit sie die Wand hier zerstören können. Damit das so ist, keine Ahnung warum. Und danach wollten sie wieder mit ihrem Schiff zurück ins Weltall gehen. Und dieser komische Forscher oder Mann ist mit ihnen gegangen. Also er ist einfach in ihrem Schiff da reingesprungen und ist mit ihnen dorthin gegangen. Also ins Weltall, was ich sehr cool finde gerade so. Ist genau so eine YOLO-Aktion wie der Cyrus aus Pokémon Platin, ne? Okay, der war etwas härter sogar noch, ja. Also der ist ja einfach irgendwo in das Universum geschossen worden. Und der hat keinen Plan, wo er sich gerade befindet. Also ich denke, der weiß es selber nicht. Und ja, fand das gerade irgendwie cool, ne? Ich stelle mir gerade voll die Fragen vor, wohin gehen die und was macht der Mann? Und wird er das ganz überleben? Ich denke zwar nicht, aber kann ja sein, eventuell, möglicherweise. Was macht hier ein Dingens? Ja, Taubsi. Auf einem Berg. Nee, warte, kann ich hier jetzt schwimmen? Das geht sogar. Geil. Sandsturm. Und auf der anderen Seite hier, ne, da waren wir schon, ne? Das macht keinen Sinn. Okay. Ich wollte aber dennoch gucken, ob man das machen kann. Und man kann das machen, also ist es cool. Eventuell gibt es noch weitere Orte, wo man jetzt noch surfen könnte. Die fallen mir aber jetzt nicht wirklich ein. Falls ihr noch irgendwelche Orte kennt oder eventuell noch etwas im Kopf habt, wo ihr halt was gesehen habt, wo man noch surfen könnte, dann könnt ihr es mir in den Kommi schreiben, denn ich hab's vergessen. Yay. Ist natürlich sehr schön für ein Let's Play, wenn er mal Sachen vergisst. Das geschieht ja gerne ab und zu, ne? Aber man muss sich halt auf das konzentrieren, was man gerade labert. Und das ist gar nicht mal so leicht, ne? Während dem Spielen labern, kann nicht jeder. Ich probiere es, ich gebe mein Bestes, aber ob es immer klappt, keine Ahnung. Hier kann man noch surfen. Das hat so viel gebracht, Bruder, das hat so viel gebracht. Der alte Mann ist nicht mehr hier. Also der Vater von Rocco. Eventuell ist er zu Hause, ne? Man kann ja mal nachgucken. Was ist das denn? Steingrab. Ist hier irgendjemand gestorben oder was? Eventuell nicht. Eventuell vielleicht, keine Ahnung. Gibt es bestimmt keine guten Items zu kaufen, ne? Was? Ach, geil. Okay, man hat also doch ein Update gemacht, damit man auch hier die aktuellen Items bekommt. Das finde ich jetzt cool. Denn ich dachte gerade, man hätte das nicht gemacht, man hätte nicht daran gedacht, dass man halt später nochmal hier wiederkommt, um, ja, falls man Items braucht, ne? Finde ich geil, Mann! So, bringt das was, in diesem Haus hier reinzugehen? Und wie komme ich überhaupt dorthin, ey, Bruder? Also hier. Du da! Hello there, young man. I'm Tough Tim. Bla bla. Ah ja, stimmt. Das ist der eine, der die gelben Stücke sammelt, ne? Ist Rocco hier? Ich denke, der sollte bei uns sein, aber... I've decided to watch over my children from now. Bla bla. Interessiert doch keinen alter Mann. Ich schwör's dir, Mann. Ah, ich mag das, wieder so zurückzukehren, ne? Also, man hat jetzt alles geschafft irgendwie als Trainer und jetzt möchte man sich einfach nur noch zurückbegeben. Ja, zum Anfang der Reise, kann man schon fast sagen. Aber irgendwie auch nicht. Also uns fehlt ja noch ein Orden und dann noch die Pokémon-Liga. Aber es ist dennoch das Gefühl, ne? Man muss wieder zurückkehren hier so, ne? Wisst ihr Bescheid? Was ist das denn? Wo sieht das cool aus? Mag ich. I like it. Gibt's ein Item? Paraheiler brauche ich aber nicht. Warum braucht man jetzt ab diesem Zeitpunkt noch Paraheiler, wenn es den Hyperheiler gibt, der alles heilen kann? Macht keinen Sinn.
So, ich könnte eventuell jetzt in die Arena, aber das möchte ich ungern jetzt machen. The boss is accepting matches again. You can challenge him when you're ready, but you should know, since he captured his newest Pokémon, he hasn't been defeated. Ja, stimmt. Der hat ja das Mewtwo gefangen, ne? Also dieses Genmutant Mewtwo. Ja, also falls ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid. Oder falls ihr sogar den Anime gesehen habt, das kam ja auch im Anime vor. Hier kann ich immer noch nicht rein, das macht keinen Sinn. Sanadu Nursery. Ja, komisch. Hey, have you ever jumped? Yes. Go away. Die. Auf jeden Fall möchte ich die Arena jetzt noch nicht machen. Aus Gründen. Ja. Ich möchte noch zuerst zu Anfang starten, denn ich möchte einfach mal gucken, falls sich was hier verändert hat, falls ich noch irgendwelche Missionen machen kann, bevor ich mit dem Abenteuer weitermache. Warte. Excuse me, the route is closed. Officials are preparing for the Pokémon League right now, so we can't come through. Okay, auch falls man diesen komischen Test bestanden hat, kann man doch hier nicht durch, weil man halt nicht die Orden alle hat. Das finde ich jetzt doch gut. Ne? Also ich dachte, falls man diesen Test da schaffen würde, bräuchte man nicht mehr die Orden, was aber gar keinen Sinn machen würde. Ne? So, jetzt guck mal auf den Boden, vielleicht findet man was Verstecktes hier, denn das macht keinen Sinn, dass man hier surfen kann, aber es nichts gibt. So, hier nix. Hä? The fuck? Was ist das für ein komischer Ort? Hier gibt es nichts. Keine Ahnung, macht keinen Sinn. Egal, ich gehe nochmal zurück nach Alabastia. Eventuell gibt es dort was, was wir erfahren können. Und hier kann man jetzt auch surfen, ne? Warte, hier unten, ne? Aha. Ah, hier müssen wir später hin. Okay, das ist die Saga mit den Orange-Inseln. Und das werden wir aber erst später machen. Ich denke, das kann man auch erst später machen. Nach der Pokémon-Liga, glaube ich, darf man das machen. Oder kann man das sogar machen, ja? Ja, okay, man kann hier nicht rauf kaskadieren, was sehr schade ist. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zu Fuß machen. Hat sich hier was verändert? Bestimmt nichts, ne? Ich gehe mal zur Mutter. Hat sie was zu sagen? Hast du was Neues drauf? Ash, you should take a quick rest. Ach, gut, Mutter, hast du gut gemacht. Nach so einer langen Weile einfach, oh, du sollst mal nur schlafen, ey. Hat sich auch nicht so viel verändert. Wir haben uns ja auch nur seit ewigen Jahren nicht mehr gesehen. So, Gary, okay. Gary ist auch voll am Abchillen. Ja, die Menschen haben sowieso nichts zu sagen. Ich gehe mal zu Professor Eich. Eventuell hat der mir was zu sagen. Vielleicht. Ich denke zwar eher nicht, denn wir haben ja nicht alle Orden. Aber man weiß ja nie, ne? So. Hello, Eich, come back, bla bla. Okay, er möchte nur meinen Fortschritt sehen mit meinem Pokédex. Das finde ich jetzt doof. Ja, ich weiß nicht, also wir müssen jetzt an sich nur noch den Arena-Kampf machen und dann können wir uns zur Pokémon-Liga begeben. Ansonsten aber, glaube ich, kann man gerade nichts mehr machen. Das heißt, falls man nach der Arena noch was machen kann, ich denke, in diesem Gebäude hier kann man später noch was machen, bevor man sich zur Pokémon-Liga begibt. Und ja, da werden wir eventuell noch was machen, nachdem wir den Orden erlangt haben oder so, ne? Mal gucken. Still playing with your cute little Pokeball, Ash. I thought you finally gave up catching and training Pokemon. I figured you went back to Pallet, but no, here you are. I just stopped by my own way back to Pallet to see if the leader of this gym wants to battle a real Pokemon trainer. I'm Gary Oak from Pallet Town. I hereby request a battle with the leader of this gym. So, der wird jetzt auf die Fresse bekommen von Giovanni und ja, wir eventuell vielleicht auch im nächsten Part. Mal gucken. Ja, Leute, das war's für den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage tschüss, euer Bladius.